Bitte aber nicht für alle Clips rechtfertigen, das hast du nicht nötig. Oh, ich habe jetzt echt einen Schaden. Ich habe echt einen Schaden mitgenommen jetzt. Ich muss jetzt zu jeder Szene, wo ich lost bin, erzählen, was in mir vorging, warum ich wie gehandelt habe. Was ist das? Ist verboten, okay. Ich werde mich nicht rechtfertigen. Ich werde das Thema nicht ansprechen. Ich werde das Video genießen. Okay. Wir schauen uns das Video an. Trimax hat mir wieder überwiesen, deshalb ist er in der Folge. Sehr guter Titel. Ein ruhiger Tag in Buxtehude. Was läuft? Willkommen zum nächsten Video. Monte der Hund. Meiner Vermutung nach nutzt quasi China TikTok als Waffe gegen die westliche Welt, um die Frauen eher so zu verrücken, zu verhungern und um die Männer zu verweichlichen und auch die Konzentrationsfähigkeit. Da braucht man gar nicht meine Reaction. Das ist einfach. Du hättest einfach nur so Karl S. nehmen können. Ich muss jetzt schon lachen. Das ist einfach aus seinem Seminar. Ein Online-Seminar. Oh, wie kommt man auf so eine kranke Theorie? Zu schwächen. I've been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rockstar. Guckt es euch an, wie China durch TikTok seine Konzentrationsfähigkeit schwächt. TikTok ist ein Angriff von China, um Männer zu verweichlichen, Frauen zu vernutzen und die Konzentrations... Der hat Vernutten rausgenommen? Kann man aber überhaupt demonetarisiert werden? Vernutten? Ist das überhaupt ein Wort? Stärke zu schwächen. Wer könnte das sein? Tanzi? Ey, yo, fuck! Das habe ich doch schon mal gesehen. Ah, nee, doch nicht. Das habe ich noch nicht gesehen. Weiter geht's. Das ist dieses Stereotype, an der sich bedient wird. Ich bin halt so dieser Standardfette. Man sieht irgendwas Dickes, wenn man keinen Plan hat, sagt man erstmal Tanzverbot. Hey, aber dabei bin ich's. Ist das jetzt gut oder schlecht? Oh Mist, Alter. Ich wiege aber immer noch 11 Kilo weniger als auf dem Foto. Ich hab's geschafft. Kann ich mal ganz kurz Props haben? Ich bin jetzt auch ein bisschen dick. Dick, noch dicker geworden. Und ich habe viel Muskulatur und Kraft verloren durch Lockdown und den Bruch. Aber ich hätte jetzt auch 135 Kilo wiegen können, dann wäre es das gewesen. Lockdown plus Bruch abgenommen. Viel Muskulatur abgenommen. Bisschen, ich bin fetter geworden. Aber so dick bin ich nicht. Danke für die Props. Wie viel wiegst du? 114, 115. Und hier wiege ich 126. Das sein. Tanzi? Das ist dieses Stereotype, an der sich bedient wird. Ich bin halt so dieser Standardfette. Man sieht irgendwas Dickes, wenn man keinen Plan hat, sagt man erstmal Tanzverbot. Digga, wir haben 12 Uhr und ich fühle mich, als hätten wir nachts, wenn ich deinen Stream gucke. Ja, das ist ja genau das, was ich will. Guck doch mal, wie scheiße das mit Tageslicht aussieht. Digga! Wie ein Witz eigentlich. Hey, Junge! Ey, das ist echt krass. Hast du heimlich Foto gemacht? Ich hab's gesehen. Trete näher. Das hat auch Head of Blood gemacht, wenn Leute heimlich Fotos von ihm machen oder ihn filmen, da sagt er, komm sofort hierher oder sprintet dahin oder sowas. Das kann ich nicht. Ich habe da super Hemmungen, aber Knossi gar nicht. Und er ist jetzt richtig fucked. Also er, holy shit, war der nervöse Situation. Der Arme. Was hast du dir dabei gedacht? Boah, jetzt hat gar keine Reaktion. Jetzt hat gar keine Reaktion. Boah, das ist so fies. Das ist so fies. Ich muss jetzt schon auch Knossi, das ist zu viel. Das ist zu viel. Abbruch, Abbruch. Der hat für immer einen Schaden. Oh Gott, wie lange? Oh Gott. Das könnte ich so kleinen Jungen niemals antun. Hast du jetzt Angst gehabt? Yeah. Ich kann, komm, wir machen zusammen. Da geht unter Eugen ein. Ist aber gut. Ist aber gut. Heimlich Fotos machen ist übel scheiße. So viele. Ich kann's, egal wie oft ich sie sage, wenn ihr mich seht, Leute, kommt zu mir, macht ein Foto. Fertig. Aber macht keine heimlichen Fotos und verfolgt mich nicht. Nicht hinterherlaufen. Ein paar. Ich will auch mal verheiratet sein mit einer Frau, Digga. Digga, welche Frau würde mich Idioten heiraten? Boots, Alter! Boots, Alter! Boots, Alter! Okay. Weiter geht's.
Ja, sag mir die Pulsar dann aufschneiden oder was? Crow ohne Eier? Alter, das war ein brutaler Front, aber auch ein geiler Gag. Hattest du mal eine Zeit, wo du übergewichtig warst? Ja, tatsächlich vor meiner Beschneidung. Heute mal wieder gezeigt, dass Männer... Hey, Farid ist echt ganz schön geil. Alle Clips von dem finde ich ultra geil. Schade, dass ich keine Musik höre. Das bessere Geschlecht sind. Liebes YouTube-Team, das war ein sogenannter Scherz von Onkel Farid. Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Bitte nicht streiken wie kein Konzept. Könnte da kein Konzept wieder einen Schnitt machen? Ach nee. Kanal ist ja gebannt. Liebe Zuschauer, das war wieder nur ein Spaß. Bitte nicht ausrasten. Warum wollen so extrem viele Frauen auch mehr von mir? Mehr von mir? Das ist so psychisch. Das ist so krank. Ich schick's erst beim zweiten Mal, dass der Typ einfach komplett durch ist. Oh, das ist doch krass, Mann. Holy shit. Oh. Was? Warum wollen so extrem viele Frauen auch mehr von mir, als da mir teilweise recht ist? Geschichten aus dem Paulanergarten. König Knossi nimmt ganze Schuhe auseinander. Ich glaube, wir haben ihn gefunden. Was? Hallo! Ingolstadt, seid ihr da? Musst du auch für hungriger Hugo ein bisschen was liefern heute hier. Oh, Alter, das ist assi, Alter. Das ist richtig assi, das ist richtig assi, das ist assi. Das ist kein guter Gag. Das ist too much, das ist zu viel, das geht nicht. Oh, ich hab echt Angst. Ich hab nicht Angst vor Messern, aber ich hab zu oft schon gesehen, was passiert, wenn man wirklich mit einem Messer abrutscht. Ich hab schon 3-4 Mal gesehen, wo die Leute die halben Finger abgeschnitten haben, der dann nur so runterhing oder Haut ab oder das hat geblutet wie Sau oder bis auf den Knochen und oh, ich hab schon so viel Scheiße gesehen. Ich kann deswegen auch gefühlt kein Gemüse schneiden. Ist eh fake. Ja, ich weiß, ist fake, aber es ist mir zu. Ich habe Angst vor Messern. Ich mag es auch nicht, wenn meine Freundin irgendwie, wenn wir kochen und sie schneidet was, sag ich 7-mal, dass sie aufpassen soll. Das fuckt sie übel ab. Sascha, guck mal hier, ein Huhn. Mal dem Mann auch mal das Studio angucken. Ich sehe doch, dass der sich interessiert. Komm doch mal ran. Ich sehe doch, sie wollen gerne mal gucken. Kommen Sie doch mal. Doch, komm. Leute, guck hin. Okay, ja. Ja, Schatz, dann kannst du mal anfangen zu stampfen. Ja. Und wir die einfach gleich. Oh. Was wollt ihr wissen? Deep Bow machen wir jetzt, wie das heißt. Deep? Wie heißt der? Real Talk. Real Talk? Oh. Nee, echt. Was hat er gesagt? Was wollt ihr wissen? Deep Bow machen wir jetzt, wie das heißt. Deep? Wie heißt denn? Real Talk. Real Talk? Oh, nee, echt super. Ihr macht das auch richtig. Wie sieht deine Traumzukunft aus? 2 Kinder. Run. Ja! Menschen mit Down-Syndrom haben ein Chromosom zusätzlich. Die Folge sind geistige und körperliche Beeinträchtigungen. Bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Mit 21 lernt sie Jens kennen. Er hat das Down-Syndrom. Darf man das sagen? Darf man das lachen? Hä? Ist das nicht too much? Das ist doch too much. Ich distanziere mich davon und ich habe nicht gelacht. Es ist eine milde Form. Ich war schon immer der Coole von der Schule. Heute sitze ich hier mit 3 Puppen. Haarscharf am Down-Syndrom vorbeigeschrammt. Ja. Never. Bleibt alle gesund und nimmt jeden Person so an, wie ihr seid. Halt's Maul. Eine halbe Sekunde in den Chat geschaut. Ah, den hab ich schon auf Twitter gesehen, den Stick.
Der ist live im Stream so heftig gegen eine Glasscheibe geklatscht. Hol ihn raus, Digga. Hol ihn raus. Guck mal da. Du Dreckschau! Finn, da fragt man vorher. Da fragt man vorher eigentlich. Chef Strobel hat ja seinen Hund mit dabei auf einer LAN-Party, die mehrere Tage geht und lässt ihn einfach nicht bei seiner Freundin oder bei Familie oder Schwester oder ja, ja. Und dann wollte Rocky mit einem Kind spielen. Ja. Und dann ist Rocky einfach auf ihn zugelaufen, wollte halt mit ihm spielen. Ja. Und das Kind ist halt irgendwie weggekippt. Also ja, auf Boden. Und hat ja sich komplett die Arme aufgeratscht. Und das Einzige, was Chef Strobel zu ihm sagt, ist, ja, okay, ich würde dir sonst Gaming-Equipment zuschicken als Entschuldigung. Gaming-Equipment. Kauzi mit 2 Euro. Jo, Monte, ich... Finde ich immer noch so geil. Finde ich immer noch so geil. So geil einfach. Der Arm blutet einfach und kriegst eine Daumen-Tastatur. Ich wollte nur mal sagen, dass ich... Bruder, aber das musste... Okay, hier steht sogar noch ganz groß, ich kann es laut vorlesen. Wenn du mal Lust hast, eine vernünftige Frau zu daten, meine Mutter mag dich sehr gerne und schaut dich parallel auch. Grüße an meine Mutter, dein Kauzi. Sehr cringe, Diggi. Ja. Wie sauer von Monte. Vor allen Dingen so oder so, egal, ob jetzt auch eine, also auch ein PS5-Spiel ist halt grafisch immer noch nicht so, also sind wir halt. Sieht jetzt auch nicht so köstlich aus, Digga. Gerade die Multiplayer, Digga. Naja, welches PS5-Game hast du denn gespielt bis jetzt? Kuss auf die Nase 3. Predator, danke für die 5 verschenkten Euro. Hä? Geile 5 verschenkte Euro. Ist ja wirklich ultra nice gewesen. Warum ist das lustig? Gutes Video. Ich wollte gerade sagen, schön, dass er wieder da ist, aber kein Konzept war gebannt, ne? Schön, dass er immer da war. Aber schade, dass du bald auch gebannt bist. Wegen der Down-Syndrom-Geschichte.